Information und Erfahrungsaustausch standen im Vordergrund bei der Jahrestagung 2012 der Beauftragten für Innovation und Technologie. Expertenvorträge bereicherten die zweitägige Veranstaltung, bei dem die Berater aus allen Handwerkskammern Deutschlands zusammenkamen, um über Innovationen und Trends zu diskutieren, aber auch über den wirtschaftlichen Stellenwert, den eine kompetente Technologieberatung hat. Wir müssen noch viel stärker herausstellen, dass hier die Arbeit der Beauftragten nicht nur eine Tätigkeit ist für das Handwerk, sondern auch für die Wirtschaft insgesamt, für die Energiewende. Durch die Energiewende gibt es so viele Aufgaben und Herausforderungen für die Kunden des Handwerks, aber auch für die Betriebe des Handwerks. Und wir werden noch viel stärker herausstellen, dass diese Dinge, wo manche sagen, das ist etwas Spezielles für das Handwerk, Aktionen sind, Maßnahmen sind für die Wirtschaft insgesamt. Die Förderung wird auf hohem Niveau weiter fortgesetzt. Was für uns vor allem wichtig ist, mittelständische Unternehmen, wie schon der Name sagt, sind kleine Unternehmen, sind Unternehmen, die keine spezialisierten Mitarbeiter haben. Und deswegen ist für uns ganz besonders wichtig, für Beratung zu sorgen. Information und Beratung, Schulungsveranstaltungen, auch für Existenzgründer, für Betriebsinhaber. Aber auch, weshalb wir uns heute hier versammelt haben, speziell Beauftragte, die die Handwerksunternehmen über Möglichkeiten zu Innovationen informieren. Wir haben derzeit 71 Beauftragte für Innovation und Technologie bundesweit bei den Handwerkskammern. Diese unterstützen die Unternehmen bei Innovationsvorhaben, in der Strategieentwicklung, in der Frage, wie wird Wissen im Unternehmen richtig eingesetzt, produktiv eingesetzt, aber auch in zeitgemäßen Fragen wie derzeit der Elektromobilität. Elektromobilität, nur eines von vielen Themen, die in den Beratungen aktuell verstärkt nachgefragt werden. Neue Märkte für das Handwerk sind durch optimierte Technologien in den letzten Jahren vor allem im Freizeitbereich entstanden. Aber auch auf anderen Gebieten öffnet die Elektromobilität vielfältige Chancen für das Handwerk. Das Zweirad-Handwerk selbst verspürt im Moment zweistellige Zuwachsraten pro Jahr. Bei den Automobilen wissen wir, klar, die Industrie wartet noch ab oder ja, französische Hersteller sind auf dem Markt, die Deutschen werden 2014 kommen und die große Frage bewegt natürlich die Politik im Moment, geht es ohne Förderung, wie dringlich ist das Thema, hängt eng mit der Energiewende zusammen und wir bemühen uns hier eben auch, das Handwerk hier einzubinden, vorzubereiten, zu qualifizieren. Und vor dem Hintergrund werden jetzt in den Schaufenstern, die in der Bundesrepublik beschlossen sind, also Regionen, die fokussiert den Einsatz von Elektromobilität betreiben, wird das Handwerk Ausbildungsmöglichkeiten anbieten in verschiedenster Form, um eben vorzubereiten auf den Kunden, der dann kommen wird und fragen wird, wie passt denn das Elektrofahrzeug zur Photovoltaik, die ich auf dem Dach habe? Macht es Sinn, den Strom selber zu produzieren und meine Wärme selber zu produzieren und dann quasi kostenfrei Mobilität zu betreiben? Also diese Fragen bewegen uns und darauf bereiten wir uns vor. Die Energiewende eröffnet auch dem Handwerk in Deutschland zukünftig neue Handlungsalternativen. Wie auf die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft reagiert werden kann, auch das ein Thema, mit dem sich das Netzwerk befasst. Das Technologietransfernetzwerk des Handwerks mit seinen 71 Technologietransferbeauftragten gliedert sich in 6 Expertenkreise. Dazu zählen der Expertenkreis für Informations- und Kommunikationstechnik, der sich derzeit vornehmlich um das Thema IT-Sicherheit kümmert. Derzeit ist ein neues Projekt gestartet, das sich zum Ziel gesetzt hat, zu sensibilisieren zum Thema IT-Sicherheit. Wie aktuell das Thema IT-Sicherheit für jeden Einzelnen ist, lässt sich täglich in den Medien verfolgen. Wie genau steht es jedoch um die IT-Sicherheit im Handwerksbetrieb? Ja, IT-Sicherheit ist nicht nur vernachlässigt worden, es ist weiterhin vernachlässigt. Aus diesem Grunde haben wir in Kooperation mit dem Institut für Internetsicherheit, dem ITB und dem HPI einen Antrag gestellt zur Ausbildung von IT-Sicherheitsbotschaftern, um auf diese Art und Weise die IT-Sicherheit zu erhöhen. Das heißt, wir werden Cluster bilden. Nach diesen Clusterbildungen wird dann IT-Sicherheitsbotschafter ausgebildet werden, das heißt die Berater in den Kammern, die dann Ansprechpartner für die Unternehmen sind. Wie soll das konkret ablaufen? Konkret sieht das so aus, dass wir diese IT-Sicherheitsbotschafter zertifizieren und qualifizieren werden.
Wenn Sie zertifiziert und qualifiziert sind, wird es zusätzlich noch eine App geben fürs iPhone. In dieser App auf dem iPhone wird dann das Profil der Unternehmen hinterlegt. Dieses Profil wird dann die entsprechenden Warnungen generieren, was zu tun ist. Gleichzeitig werden diese Berater noch Seminare für Unternehmen durchführen, die für die Unternehmen kostenlos sind. Und wir hoffen, dass wir auf diese Art und Weise das IT-Sicherheitsniveau in den Handwerksbetrieben erhöhen können. Der kompetente Umgang mit Daten und die Erhöhung des Sicherheitsniveaus im Umgang mit digitalen Informationen sind eng damit gekoppelt, wie kleine und mittlere Betriebe mit Wissensbeständen jeglicher Art umgehen. In einer Studie wurde nun der Umgang mit Wissen im Unternehmen näher beleuchtet. Es ging um die Frage, welche Wettbewerbsvorteile Wissensmanagement in Unternehmen erzeugen kann, entwickeln kann. Es geht um das intellektuelle Kapital in unseren Unternehmen, also um das geistige Kapital, das Kapital, das wir mit unseren Menschen, mit unserem Wissen, unserem Know-how haben und wie man dieses optimal einsetzt, das heißt so einsetzt, dass die wirtschaftlichen und die menschlichen Zielsetzungen in Organisationen erreicht werden können. Wir können sehen, dass die Nutzung von Wissen sehr stark abhängt von den Geschäftsstrategien der Unternehmen, dass insbesondere Unternehmen, die eine kundenorientierte, eine wissensintensive Strategie verfolgen, also die ihre Wertschöpfung aus der Nutzung von Intelligenz ableiten, dass diese Unternehmen sehr stark auch oder stärker im Wissensmanagement aktiv sind. Und unsere Hoffnung ist, dass die Studie dazu beiträgt, die Sensibilität für die Nutzung dieses Wissens zu erhöhen und insbesondere auch in Verbindung mit industriellen Kernen, also mit industriellen und produktionstechnischem Know-how, das menschliche Wissen so einzusetzen, dass daraus Wettbewerbsvorteile generiert werden können. Ja, der Mittelständler, insbesondere der Unternehmer in kleinen Unternehmen, aber auch in mittelständischen Unternehmen, macht das meistens auch schon recht spontan. Er weiß, wo seine Ressourcen sind. Er kennt die Mitarbeiter, die das Know-how haben. Aber es läuft sozusagen, ohne dass es professionalisiert und systematisiert wird. Und ich glaube, auch dort kann über eine stärkere Sensibilisierung dem Thema gegenüber vermieden werden, beispielsweise, dass Mitarbeiter mit besonderen Kompetenzen verloren gehen, dass möglicherweise dann kein Nachfolger da ist, der das entsprechende Wissen hat. Also es gibt viele Themen, die man dort noch stärker professionalisieren kann. Die Arbeit der Berater zeigt, es ist wichtig, den regelmäßigen Austausch miteinander zu suchen. Mindestens genauso wichtig ist es jedoch auch, regelmäßig thematisch über den Tellerrand zu schauen. Informationen zum Beraternetzwerk finden Sie im Internet oder bei einer Handwerkskammer in Ihrer Nähe.